Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine Rezension. Ich habe heute Rezensionsdrehtag. Irgendwie drehe ich heute so gefühlt nur Rezension. Ich weiß auch nicht warum die... Ja, ich weiß es nicht. Es geht auf jeden Fall um More Than This von April Dawson. Ich habe dieses Buch vom Lieben Lux Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Das ist Band 3. Der Reihe, der erste Band war ja Up All Night, dann kam Next to You, Next to Me, irgendwas mit Next to. Oh Gott, ich bin so schlecht. Naja, Next to You, glaube ich. Ach nee, stehen die hier nicht alle drin? Moment, Moment. Nein, stehen sie nicht. Aha, super. Ja, ich bin aufgeschmissen. Ich meine, Next to You war der zweite und More Than This ist der dritte. Erstmal vorab, es wird hier keine Spoiler geben. Dann kann ich dazu sagen, die Bücher hängen nicht miteinander zusammen. Also man kann die Bände rein theoretisch unabhängig voneinander lesen, sollte man aber nicht, weil, ja. Ich sehe gerade übrigens, dass ich hier irgendwie so einen roten Flatschen habe. Ich habe das Gefühl, mich hat irgendwas gestochen. Es juckt so sehr, ich würde so gerne jucken, aber dann wird es immer roter und immer dicker und oh mein Gott, naja. Auf jeden Fall. Sprechen wir weiter über More Than This. Irgendwie macht das alles keinen Sinn. In dem Buch geht es um Grace und Zane. Und ja, Grace ist Landschaftsarchitektin. Und ja, in der Liebe hatte sie bisher nicht so wirklich Glück. Aber sie ist auch so ein Mensch. Sie gehört so zu den Menschen, die sich wirklich nach sowas Romantischem sehen. Sie liest halt auch Jane Austen-Romane. Und ja, wartet halt sehnsüchtig auf genau so eine Liebe. Und ja, die hat sie halt noch nicht gefunden und ist Single. Und ja, das ist schon ein Umstand, der sie irgendwie ein bisschen traurig macht und ein bisschen deprimiert. Und dann haben wir auf der anderen Seite Zane, unseren Protagonisten. Und er ist so ein bisschen unser Playboy in der Clique. Ja, er hat so nach dem Motto, jede Nacht eine neue Frau, die ihm das Bettchen wärmt. Und ja, Zane und Grace. Grace weiß natürlich, dass, oder beziehungsweise sie denkt natürlich, dass Zane überhaupt nicht zu ihr passt, weil, ja, er einfach genau das ist, was sie nicht möchte. Sie möchte nämlich die große Liebe und das ganze große Drumherum, die ganze Romantik. Und Zane, ja, ist überhaupt kein Romantiker. Der ist halt einfach einer, der jeden Tag eine andere abschleppt. Und ja, aber irgendwie kommt es, dass die beiden sich trotzdem näher kommen. Und ja, für Zane ist natürlich Grace auch irgendwie tabu, weil er sich immer gesagt hat, kein Mädchen aus der Clique, das sind meine Freunde oder meine Freundinnen, wie auch immer. Und deswegen, ja, haben die beide halt, sag ich mal, so einen Grund, und sich irgendwie die ganze Zeit auf Distanz zu halten, obwohl sie merken, dass da schon irgendwie was ist. Das ist so grob der Geschichtsverlauf. So, kommen wir dazu, wie es mir gefallen hat. Kommen wir zum Schreibstil. Den Schreibstil fand ich eigentlich wie in allen anderen Büchern super gut, hat mir total gut gefallen. Es war die absolut perfekte Portion Humor drin, Herzschmerz drin, also alles, was man wirklich so, ja, sich von so einem Buch wünscht und das hat mir wirklich wieder sehr gut gefallen. Ich bin auch sehr, sehr durch die Seiten geflogen, muss ich sagen. Die Geschichte ließ sich einfach so schnell lesen, aber das kenne ich von April Dawson auch nicht anders. Ich muss sagen, die Charaktere, ich mochte Zane wirklich sehr, sehr gerne. Ich fand ihn irgendwie ganz besonders. Man liest ja auch aus der Sicht von beiden Charakteren, also aus der Sicht von Grace, also aus der Sicht von Grace und aus der Sicht von Zane. Und ja, Zane mochte ich sehr gerne. Er ist auch ein Autor, also er schreibt Geschichten. Seine Freunde wissen davon allerdings noch nichts. Und ich fand ihn einfach ganz besonders, weil alle ihn ganz, ganz falsch einschätzen. Er kommt halt nach außen so rüber, wie ich es euch gerade erzählt habe, so halt als Playboy, Abschlepper und was weiß ich. Aber eigentlich ist er ja schon ein Mensch, der mit seinen Problemen zu kämpfen hat, die er aber keinem mitteilt, weil er immer so der Lustige sein möchte. Und er ist auch, ja, er ist so gefühlvoll und ich fand ihn wirklich ganz, ganz toll. Also Zane mochte ich echt gerne. Grace hingegen mochte ich auch gerne, aber ich muss sagen, am Anfang ging mir ziemlich auf die Nerven, dass sie die ganze Zeit so, ich sag mal, darauf rumgehackt hat, dass ja die ganze Clique ja jetzt alle vergeben sind und dass sie Single ist und dass sie die große Liebe finden will. Und das kam wirklich auf ein paar aufeinanderfolgenden Seiten, wo sie immer wieder rumgeheult hat, dass sie ihre große Liebe finden will und pipapo und bla bla bla. Und ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, es hat mich ein bisschen genervt, weil ich mir so nach zweimal Lesen gedacht habe, ja, ich weiß es, du willst die große Liebe finden, aber zu dir passt keiner. Zane, den magst du zwar, aber der
passt einfach nicht zu dir. Und das hat mich so ein bisschen an ihr genervt. Hinterher fand ich sie auch wirklich süß. Vor allem mit Zane zusammen mochte ich sie echt gerne. Ich mochte den Humor auch zwischen den beiden sehr gerne. Ich mochte ihre Dialoge total. Und ja, also es war nur so am Anfang, dass sie mich wirklich so ein bisschen genervt hat. Weil es war so, ja. Was mich tatsächlich auch ein bisschen an dem Buch gestört hat, das war auch so das Einzige, was mir so, ja, was mir wirklich aufgefallen ist. Es ist mir vorher noch nie aufgefallen. Ich fand, dass die viele Szenen oder Momente, die waren mir so abgehakt. Also, ich kann es ganz schwer beschreiben. Es ist zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal so als Beispiel, die beiden gehen ins Kino und die sind im Kino und die quatschen. Und man denkt sich so, dass die Szene jetzt weitergeht und dass man die auch komplett liest. Und dann, ja, endet quasi das so kurz nach dem Gespräch, keine Ahnung, und wir gucken den Film. Und dann ist die Szene absolut vorbei und dann, keine Ahnung, ein paar Tage später. So, und das ist öfter passiert und das hat mich wirklich irgendwie gestört, weil ich diese Szenen, die hier aufgebaut wurden, wirklich total gerne mochte. Ich mochte die Chemie auch zwischen Grace und Zane und es war immer so, zack, dann war es vorbei und ich habe mir so gedacht, nein, warum ist das jetzt vorbei? Ich möchte das lesen, ich möchte genau eins zu eins wissen, was da passiert ist. Und das hat man halt einfach nicht wirklich erfahren. Beziehungsweise es wurde dann hinterher mal so ganz kurz erklärt, was dann da noch war. Aber man hat halt diese Szene nicht wirklich komplett ausgelesen. Ich hatte immer so das Gefühl, dass, ja, weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen, dass da gekürzt wurde oder so. Ich kann das ganz schwer beschreiben. Ich hatte dieses Gefühl hier in diesem Buch ganz, ganz oft. Und das Gefühl hatte ich wirklich bisher selten oder noch nie. Und es hat mich wirklich gestört, muss ich sagen, weil, ja, wie gesagt, das war so... nee, das fand ich schade, weil, wie gesagt, die Szenen waren wirklich toll. Es waren schöne Dinge, die April Dawson sich da ausgedacht hat. Und deswegen war es einfach echt traurig. Also fand ich echt traurig. Das war echt so ein Punkt, wo ich gedacht habe, oh nein, das hat so dem Buch irgendwie für mich persönlich, das ist natürlich immer nur eine persönliche Meinung, hat das dem Buch so ein bisschen einen Abbruch getan. Aber gut, weil halt die ganzen Szenen, die beiden angingen, so, ja, dahin waren. Was ich sehr gerne mochte, war natürlich, dass die Nebencharaktere, die halt vorher mal Hauptcharaktere war, also ihre Freunde, dass die auch wieder sehr viel vorkamen. Das fand ich richtig, richtig toll, weil, ja, man denkt dann immer so, ach, bei den beiden, wie das da so angefangen hat und wie man dann jetzt sieht, wie sie miteinander glücklich sind. Das ist einfach ganz toll. Das mag ich allgemein immer super gerne und das hat auch hier, hat sie das super ausgearbeitet. Und ja, so am Ende dieser Herzschmerzteil, der war so für mich, ich weiß nicht, also ich war so hin und her gerissen zwischen ja, mag ich und ja, mag ich nicht. Da war etwas, was da passiert ist, das war für mich so ein bisschen so, ich weiß es nicht, wie ich das sagen soll, es war so... Also in dem Buch passiert etwas und darauf baut schon ein bisschen was auf. Und für mich war diese Sache so... Ja, ich weiß nicht, ob ich sie realistisch fand. Das war's. Also für mich war es... Ich habe mir so gedacht, ja, süß, aber für mich war es irgendwie nicht wirklich realistisch. Ich möchte euch nicht sagen, um was es geht, weil sonst würde ich euch wirklich dolle spoilern. Das möchte ich echt nicht. Ich habe euch ja am Anfang gesagt, dass ich nicht spoilern werde und das mache ich auch nicht. Aber für mich war diese Sache so... Ja, so... So typisch, aber irgendwie typisch, aber für mich ziemlich unrealistisch, weil es halt auch wieder nicht richtig ausgearbeitet wurde. Vielleicht liegt es auch daran, dass mir in diesem Buch alles so abgehackt vorkam. So als hätte das Buch, keine Ahnung, vorher 600 Seiten gehabt und hinterher hat es dann nur noch 400. So hatte ich irgendwie das Gefühl, das fand ich so schade. Also für mich muss ich sagen... Die Geschichte von Grace und Zane fand ich super süß, hat mir auch gut gefallen. Ich finde, die beiden passen toll zusammen als Pärchen. Aber von der Reihe würde ich tatsächlich für mich persönlich sagen, dass es das schwächste Buch war, einfach wegen den abgehackten Szenen, weil Grace mir am Anfang ein bisschen auf die Nerven ging. Aber nichtsdestotrotz ist es eine wirklich, wirklich tolle Reihe.
die ich euch empfehlen kann, die ich auch New Adult Anfängern empfehlen kann, die dieses Genre noch nicht gelesen haben und gerne mal reinschnuppern möchten. Ich finde die Geschichten wirklich toll und zuckersüß und die Charaktere, ja, man leidet halt mit ihnen mit und man lebt die Geschichte mit den ganzen wirklich mit. Aber für mich war dieses Buch eher so ein mittelmäßiges Buch. Also es war jetzt nicht so, zum Beispiel den ersten Band, den fand ich ja super, super geil. Und ja, aber der dritte, der war so im Mittelbereich. Er war jetzt auf gar keinen Fall schlecht. Also versteht mich nicht falsch. Ich fand das Buch trotzdem wirklich, wirklich süß. Und ich mochte die Geschichte, ich mochte die Charaktere, den Schreibstil. Aber für mich hat da so irgendwie so das gewisse Etwas gefehlt. Und da, wo es hätte sein können, wie gesagt, da wurde immer so irgendwie der Schnitt gemacht. Und das fand ich sehr, sehr schade. Aber es kann natürlich sein, dass es nur mir so geht, weil ich habe wirklich von unglaublich vielen Leuten gelesen, dass sie das Buch richtig, richtig toll fanden. Und es ist auch wirklich toll, nur dieser Aspekt hat mich einfach so sehr gestört, weil es immer wieder passiert ist. Es war nicht nur einmal, sondern es ist echt oft passiert, fand ich. Und ja, fand ich sehr schade, aber trotzdem hat es mir gut gefallen und ich würde die Reihe trotzdem weiterempfehlen. Und ja, das soll es auch schon gewesen sein von meinem Video und von mir. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Reihe schon kennt, ob ihr Band 1 schon kennt oder ob ihr weiterlesen möchtet oder ob ihr es noch gar nicht kennt und vorhabt es zu lesen. Ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen. Ich finde die Reihe echt, echt toll. Und die Autorin ist nebenbei bemerkt auch noch super, super sympathisch. Ich durfte sie ja auch interviewen. Ich werde das Interview dazu auf jeden Fall mal in die Infobox packen. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!